Schönen guten Abend, ich bin Beate Martin aus Aachen. Ich bin heute nach Frankfurt am Main gekommen, weil heute hier die zweite Friedenskonferenz stattgefunden hat im Gewerkschaftshaus. Es haben sich heute sehr viele Friedensaktivisten aus dem ganzen Bundesland eingefunden hier, die sich also sehr, sehr aktiv für Friedensbemühungen in unserem Land einsetzen. Uns stinkt es fürchterlich an und wir sind unwahrscheinlich besorgt über die riesengroße Aufrüstungskampagne, die unsere Regierung macht und auch noch weiter durchführen will. Wir sind besorgt und das ist ja nicht unbegründet. Man sieht es ja an unserer Innen- und Außenpolitik, dass für Rüstung enorme Summen ausgegeben werden, statt für soziale Projekte, Bildungsprojekte. So viele Unzulänglichkeiten, die es hier in diesem Land gibt. Ich war sehr erstaunt über die angeregte Diskussion. Ich hätte mir noch gewünscht, dass die Frauenquote mehr eingehalten wird. Wir waren uns auch über die Ziele im Großen und Ganzen einig, haben Methoden entwickelt und darüber diskutiert, welche Aktionsform man noch durchführen könnte. Leider war nicht in allen Sachen Konsens. Viele von uns hätten sich gewünscht, dass die Politik gegenüber Russland noch sehr konkret angesprochen wird. Diese Einkreisungspolitik und Einschüchterungspolitik gegenüber Russland ist für uns unannehmbar. Russland hat im Zweiten Weltkrieg 27 Millionen Tote gehabt. Wir sind einfach der Meinung, dass die normale russische Bevölkerung, so wie wir, keinen Krieg wollen. Und dafür setzen wir uns vehement ein. Wir sind gegen diese Einkreisungspolitik, gegen diese Übungen und alle, die um die russischen Grenzen gezogen werden. Wir finden das so unerträglich, diese Panikmache gegenüber Russland. Und ein großer Keil in dieser ganzen Sache ist ja die NATO, wo sich die Länder zusammenfügen. Und praktisch eine große kriegsführerische Koalition bilden, so möchte ich es eigentlich bezeichnen. Und es kam der Vorschlag, dass man doch beschließen möge, dass man den Vorschlag an die Bundesregierung macht, aus der NATO auszutreten. Das wurde teilweise diskutiert, leider heute noch nicht als Beschluss aufgenommen, sondern erstmal noch verschoben. Es wäre wünschenswert, dass das noch realisiert wird, weil die NATO ist eine sehr kriegsvorbereitende Organisation oder wie man es immer bezeichnen will. Und wir wünschen uns, dass die Gelder, die da verprasst werden, für unser Land, für soziale Sachen und so weiter, eingesetzt werden. In Deutschland gibt es genug Baustellen und das wünschen wir uns eigentlich. Von der Veranstaltung selber hätte ich mir noch eine bessere Organisation gewünscht. Man hätte die Pausen noch effektiver gestalten können, indem man zum Beispiel ein Catering dort eingesetzt hätte. Dann wäre man während der Einnahme des Essens und der Getränke noch miteinander mehr ins Gespräch gekommen und hätte sich noch effektiver austauschen können. Für keinen geben. Es ist ein Wunder.
Aber lasst es so